Ich lese: Stiftung Warentest, Medikamente im Test, 9000 Arzneimittel geprüft und bewertet. Und im Kapitel Augen bin ich angekommen bei Entzündungen am Auge nach Behandlung von Operationen, Verletzungen der Hornhaut. Und es geht um die bewerteten Medikamente und Wirkstoffe, den Wirkstoffen nach in alphabetischer Reihenfolge. Und ich bin angekommen bei den nicht-steriodalen Antirheumatikern. Die es als Augentropfen gibt, das ist Diclofenac und Fluorbiprofen, jeweils unkonserviert, die Bewertung grün. Geeignet bei Augenentzündungen, die nicht durch Krankheitserreger verursacht sind, vor allem nach Augenoperationen. Und das ist Diclofenac und Ketorolac, in Klammern jeweils konserviert. Die sind auch geeignet bei Entzündungen, die nicht durch Krankheitserreger verursacht sind, vor allem nach Augenoperationen. Konservierungsmittelfreie Produkte sind vorzuziehen. Das ist hellgrün. So. Ich lese vor. Nicht-steriodale Antirheumatika, in Klammern Augentropfen. Nicht-steriodale Antirheumatika, in Klammern NSAR, Klammer zu, lindern die Beschwerden entzündlicher Reaktionen am Auge und nach Operationen. Diclofenac, Fluorbiprofen, in Klammern jeweils unkonserviert, die Bewertung grün. Geeignet bei Augenentzündungen, die nicht durch Krankheitserreger verursacht sind, vor allem nach Augenoperationen. Diclofenac und Ketorolac, in Klammern jeweils konserviert, die Bewertung hellgrün. Auch geeignet bei Augenentzündungen, die nicht durch Krankheitserreger verursacht sind, vor allem nach Augenoperationen. Konservierungsmittelfreie Produkte sind vorzuziehen. Für die oben genannten Einsatzgebiete ist ihre therapeutische Wirksamkeit ausreichend nachgewiesen. Da Konservierungsmittel die Augen schädigen können, sind Zubereitungen ohne Konservierungsmittel vorzuziehen. Wichtig zu wissen: NSAR können die Wundheilung nach Operationen verzögern. Wenn gleichzeitig Glukokortikoide am Auge angewendet werden, verstärkt sich dieser Effekt. Selten rötet sich das Auge und juckt als Zeichen einer Überempfindlichkeitsreaktion. Auch eine ungewöhnliche Lichtempfindlichkeit kann auftreten. Je nachdem, wie stark die Beschwerden sind, wenden Sie sich sofort oder innerhalb von 2 Tagen an einen Arzt. Für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Bei Kindern sollte das Mittel besser nicht angewendet werden. Es gibt keine ausreichenden Erkenntnisse. Für Schwangerschaft und Stillzeit. Im letzten Schwangerschaftsdrittel dürfen diese Arzneimittel nicht verwendet werden. Eine kurzzeitige Anwendung der Augenmittel während der Stillzeit scheint unbedenklich zu sein. So. Es geht weiter als letztes mit der Salicylsäure, in Klammern Augentropfen unkonserviert, und die ist rot bewertet, wenig geeignet bei Bindehautentzündung. Die therapeutische Wirksamkeit ist nicht ausreichend nachgewiesen. Und das Ganze endet mit einem gelben Kasten: Augenmittel anwenden. Das lese ich als letztes vor.